Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück bei Animal Crossing. Ich habe es gestern leider nicht geschafft, ein Video aufzunehmen. Was bedeutet, gestern kam für euch ganz normal ein Video, weil ich ja normalerweise immer den Tag vorher aufnehme. Es bedeutet einfach nur, dass wir heute zwei Videos aufnehmen müssen. Nämlich das für heute, für den 14. und das für morgen, für den 15. Aber im Spiel ist schon der 15., weil wir ja einen Tag vorgeskippt haben. Edith ist zu Hause, da gehen wir gleich mal vorbeigucken. Und einer von den beiden Steinen hier ist doch mein Rubinstein. Die stehen doch sonst nicht so nebeneinander. Wir gehen mal schauen, was Edith so zu erzählen hat. Muss mal schauen, vielleicht werden die Folgen dann heute ein bisschen kürzer. Aber wir schauen einfach mal. Da ist Edith. Die hat so gechillte Musik. Oh, das ist so schön. Oh, guten Morgen, Mutti. Welche nette Überraschung. Klar, mach's dir bequem. Also, wolltest du über irgendwas Bestimmtes sprechen? Plaudern wir eine Runde, Edith. Alles gut bei dir? Ich hätte mal wieder Lust auf eine Veränderung. Darum will ich meine Retroanlage ersetzen. Wenn du etwas findest, das in etwa dieselbe Größe hat, kannst du es mir dann bitte bringen? Deine Retroanlage, dieses unglaublich schöne Stück hier? Wenn ich einen Plattenspieler finde, dann bringe ich dir den. Aber sonst? Sonst? Ich habe mir übrigens einen QR-Code rausgesucht für, haben wir hier schon irgendwas bekommen? Mal schauen, wir benötigen 59.800, oh guck mal, 2.000 Sternis, aber ich glaube 1.000 davon haben wir gespendet oder so, ne? Hm, naja, schauen wir einfach mal. Was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, genau, ich habe QR-Codes fürs Outfit gefunden, die Wege gucke ich dann mal, wenn sich das hier so ein bisschen so eingebürgert hat, wie die Leute sich hier so hinbewegen, was ihre Häuser angeht. Außerdem wollte ich noch warten, bis das Wetter hier ein bisschen schöner ist. Ach, guck mal wieder, unser obligatorischer Geldstein. Weil, beziehungsweise, damit es ein bisschen herbstlicher ist, weil die Wege, die ich gefunden habe, die sehen alle recht herbstlich aus. Und solange das hier noch so vollgrün ist, passt das, finde ich, noch nicht so hundertprozentig. Allerdings, sollte das eigentlich bald passieren, dass die Bäume anfangen, gelblicher zu werden? Ich weiß gar nicht, gibt es dafür ein festes Datum, wann das passiert? Ich habe mal so grob gegoogelt, so 5 Minuten, als ich Zeit hatte. Aber da stand da nichts zu. Wir können hier mal die Früchte aufheben. Einmal da und einmal da. Kurz stapeln. Und dann schauen wir mal, ist hier noch irgendwer zu Hause? Nö, Peter ist auch nicht da. Da oben steigt Rauch. Ach, das ist die Fundgrube. Alles gut. Hier ist auch keiner da, aber da ist Pit. Hallo, Pit. Hey, Wuschel. Der perfekte Tag für Dehnübungen an der frischen Luft. Was liegt an, Sportsfreundin? Unterhalten wir uns, Pit. Alles sportlich bei dir? Oh Mann, ich brauche einen Sportsfreund fürs Lauftraining. Es muss jemand sein, den ich nachts wecken könnte und der trotzdem startklar wäre. Jemand, der so tickt wie ich. Jens und Victor sind wie Pech und Schwefel. So eine Freundschaft brauche ich. Haha, die Vorstellung, wie die zwei zusammen joggen, ist allerdings hochgradig lustig. Ja, ich könnte mir, ich könnte mir Victor tatsächlich, wir haben schon alles, ne? Ich brauche gar keine Steine mehr hauen. Victor beim Joggen stelle ich mir tatsächlich lustig vor, vor allem, wenn er dann mal irgendwo hängen bleibt mit seinem Mumienkostüm. Hallo, Victor. Oh, guten Abend, Wuschel. Es ist ja gar nicht Abend. Tja, also, nochmal. Guten Morgen. Also, worum geht's? Erzähl mir was, Victor. Alles gut? Wir haben irgendwie 2 Tage nicht geredet und ich vermisse dich so. Oh, ein Smaragd. Wo hast du den denn her? So einen habe ich mir schon immer gewünscht. Alles, was ich habe, ist dieses Olle Rally-Top. Tauschen wir doch einfach. Mein Rally-Top geht an dich. Ganz kostenlos. Und dafür gehört dein Smaragd ab sofort mir. Was hältst du davon? Oh, Victor, ich tue das jetzt wirklich nur für dich, weil eigentlich, ne, sind die teuer. Hurra! Also, los. Wow. Geil. Wir haben gerade unseren Smaragd völlig kostenlos an Victor abgegeben. Naja, gut. Ah, guten Abend, Wuschel. Es ist ja gar nicht Abend. Also nochmal guten Morgen. Ich habe das gerade schon mal gehört, habe ich das Gefühl. Tja, was kann ich für dich tun, Wuschel? Erzähl mir was. Nach Möglichkeit irgendwas, was Victor nicht schon vor 3 Sekunden gesagt hat. Boah, puh, ich habe solchen Hunger. Aber ich fühle mich schon viel zu schwach, um Bäume zu schütteln. Bitte hilf mir, Wuschel. Geh los und bring mir eine Birne. Schnell. Ja, schaffen wir, machen wir. Hurra, beeil dich. Wir haben sogar eine dabei, ne?
Hallo Wuschel, oh, ich bin so schwach, kann ich dir irgendwie helfen? Hier, bitte. Oh, du hast eine Frucht für mich. Ja, kann ich da eine rausnehmen oder so? Hm. Oh, so ein Bergfrüchte kann ich ja nicht mal verdrücken. Manu. Das ist ja nett, aber ich will wirklich nur eine einzige Frucht. Psst. Okay, dann nehme ich schnell eine rausnehmen. Jens, warte mal, ich habe immer noch Früchte für dich. Oh, so sieht man sich wieder. Was kann ich für dich tun? Psst. Hier, jetzt habe ich eine Frucht für dich, Jens. Oh, fein, darauf habe ich gewartet. Hier, die, bitteschön. Ah, ps. Oh ja, lecker, lecker, lecker. Ach ja, ich muss dir jetzt auch was schenken, oder? Nee, musst du nicht, also... Na gut, hier ist meine Goldanlage. Goldanlage? Das war spitze. Danke. Psst, psst. Okay. Oh, da ist eine Libelle. Ach, nee. Ein Charakter von meinem anderen Spiel wollte eine Libelle haben und nicht hier. Ich brauche immer noch keine Früchte, keine Steine mehr hauen. Wir haben alles. So, Pierre wuselte hier eben rum. Das habe ich gesehen. Da ist Doro und da ist Pierre. Jetzt rede ich erst mit Pierre. Hey, was geht? Machst du gern Spaziergänge am Morgen? Ich auch. Piep, piep. Also, was gibt's? Erzähl mir was, Victor. Was geht? Eigentlich mag ich ja keine Insekten, aber es gibt da eins, das mich auf seltsame Art fasziniert, Wuschel. Würdest du mir vielleicht einen Laufkäfer bringen? Nur falls du zufällig einen fängst. Falls ich zufällig einen fange, ja. Danke, Wuschel. Ich freue mich schon darauf. Die Laufkäfer nicht, die nur auf Baumstämmen sitzen oder so? Oro! Oro! Oh, wie läuft denn der Morgen, Wuffel? Ich hoffe, bei dir verläuft Paletti. Uiui. Also, Wuff liegt an, uiui. Lass uns quatschen, Doro. Alles gut, uiui. Kann ich dich um keinen Gefallen bitten? Ich hab ein Geschenk für Edith. Aber ich bin zu sehr im Stress, um es zu überbringen. Ich bin sogar verzweifelt. Da brauchst du unbedingt jemanden, der für mich abliefert. Könntest du das nicht machen, uiui? Ich mach das, Doro. Kein Problem. Oh, danke schön. Hier. Ich weiß, dass viel verlangt, aber kannst du es versuchen, dass du es heute noch übergibst, ja? Kriegen wir auch hin, Doro. Der Tag hat ja noch 14 Stunden. Ein bisschen weniger, aber ich glaube, das sollten wir schaffen. Keiner zu Hause. Und hier hinten wohnt ja auch nur Doro, sonst geht er auch nicht. Boah, ich habe Brigitte schon vor lange nicht mehr gesehen. Ich meine, macht aber auch nichts. Weil... Brigitte muss man halt auch nicht unbedingt sehen. Huch, Entschuldigung. Es könnte aber tatsächlich sein, dass jetzt demnächst mal wieder jemand ausziehen will. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich darf mich nicht immer so rüberrennen. Es gibt Trampelpfade. Da ist Viktor, da ist Jens. Von denen wollte keiner ausziehen. Nicht, dass mir hier jetzt irgendwer sneaky abhaut. Da oben ist Pit, mit dem haben wir auch schon geredet. Dann würde ich sagen, bringen wir Edith mal gerade schnell ihr Geschenk. Hier. Huch. Oh, früh aufzuwachen ist gar nicht so schlimm, vor allem, wenn ich dann mit dir reden kann. Nun ja, wolltest du irgendwas? Hier, ich habe eine Lieferung für dich erstmal. Was kann das wohl sein? Hier, das Paket, das war von Doro nämlich. Das sollte ich dir geben, bitteschön. Oh, das ist von Doro für mich. Was ist denn der Anlass? Na, dann will ich doch mal hineingehen. Mein Nummer 5 Pulli. Oh Gott, bitte zieh den nicht an. Ich muss das sofort anprobieren. Und Wuschel, wie findest du es? Sieht gut aus, ja. Doch, ich meine, sie trägt das ja Gott sei Dank nur als Schal. Ich dachte schon, sie hat jetzt gleich einen Pulli an. Prima, wenn du auch meinst, dass es gut aussieht, dann behalte ich es gleich an. Sie hat wirklich Talent, wenn es um das Aussuchen von Kleidung geht. Und danke, Wuschel, dass du extra vorbeigekommen bist. Wenn du willst, kannst du meinen Bonbon haben. Okay. Cool. Als Dankeschön. Tschüss. Das ist voll der direkte Rauswurf dann wieder. Ja, doch, sieht okay aus. Jetzt hat sie halt einen Schal mit der Nummer 5 um den Hals. Man gibt Schlimmeres, weil stellt euch mal vor, sie hätte jetzt halt echt so einen hässlichen Pulli angehabt. Kann man mit den Bonbons eigentlich so noch irgendwas... Kann sie ablegen oder ich kann sie essen. Okay.
Nein, immer noch keine Steine hauen. Ansonsten, ich sehe hier irgendwie weder Heinrich, noch Brigitte, noch Katrin. Die sind alle irgendwie, die sind bestimmt alle oben in der Stadt, weil es da irgendwie neue Schuhe gab oder so. Also da gibt es jetzt einen Schuhladen, wollte ich damit ausdrücken. Was steht hier denn drauf? Wetterbericht, der Meteorschauer kommt. Nichts ist heute schöner als ein entspannter Abend mit dem Blick gen Himmel. Das war aber gestern, also kann das weg. Ja. Wiedereröffnung, der kann auch weg. Das ist ja auch schon was älter. Wendenaktion muss bleiben. Und das lasse ich auch erstmal noch hängen. Vielleicht wissen das noch nicht alle Bewohner, aber bis jetzt habe ich tatsächlich recht wenig Unkraut gesehen. So, dann schauen wir doch mal. Vielleicht rennt hier ja irgendwer von unseren bekannten Konsorten rum. Ja, willkommen, willkommen. Ja, ja. Okay, wir brauchen immer noch ein Bonbon. Ah, das Bonbon, eine gute Wahl in der Tat. Das Item haben wir nur zu der Jahreszeit im Angebot. Du kaufst das eigentlich jeden Tag, aber gestern warst du gar nicht da. Ja, heute nehme ich wieder eins mit. Vielen Dank für deinen Einkauf. Ich bestätige hiermit von dir 4.400 Sternis erhalten zu haben. Das ist ein Laptop, das ist total geil. Ah, das Notebook, eine gute Wahl in der Tat. Für nur 2.000 Sternis könnte ich das Item dir. Habe ich dein Interesse geweckt? Für 2.000 Sternis, ist das aber ein Gaming-Notebook, oder? Vielen Dank für deinen Einkauf. Ich bestätige hiermit von dir 2.000 Sternis erhalten zu haben. Garantie sind 2 Jahre, es sei denn, es steht was anderes vom Hersteller drauf. Den Kürbistisch würde ich gerne noch haben. Ein Kürbistisch, eine gute Wahl in der Tat. Das Item haben wir immer nur zu Halloween. Da und kostet auch eigentlich recht viel Geld, aber du nimmst das trotzdem wahrscheinlich, ne? Ja, dachte ich mir. Danke, danke, danke. Was ist das? Ah, das Retro-Telefon. Nee, okay, danke schön, aber brauche ich jetzt gerade nicht. Obwohl das ziemlich lustig aussieht. Ansonsten, wir haben die Schleuder hier, ne? Habe ich die schon? Nö, ne? Nö. Ah, die Schleuder, eine gute Wahl in der Tat. Das macht 500 Sternis. Ja, ich nehme das mit. Vielen Dank für deinen Einkauf. Ich bestätige hiermit, von dir 500 Sternis erhalten zu haben. Übrigens, weißt du, wie man das verwendet? Wenn du willst, kann ich es dir kurz erklären. Nee, ich weiß Bescheid. Zielen und treffen. Wie du meinst, danke für deinen Einkauf. Bitte, bitte. So, dann gehen wir hier auch mal wieder raus. Danke für deinen Besuch, komm bald wieder. Haben wir jetzt wieder echt viel Geld dagelassen. Aber damit er sich ausbaut, müssen wir ja Geld dalassen. Also von daher, alles gut. Dann gehen wir noch hier zu unserem Lieblingsgerd. Ja, ja, ja. Weiß gar nicht, ich glaube, ich habe gar nicht mehr so viel Platz im Inventar, ne? Oh, willkommen, willkommen. Ja, kaufen Sie all unseren Scheiß. Ich sollte vielleicht, glaube ich, erstmal Fossilien spenden gehen, weil gerade kann ich noch gar nichts kaufen. Ich komme mal wieder, Gerd. Ich schau wieder rein. Ja, habe ich gerade gedacht, dass ich das später mache. Ja, ich wollte ja nur noch mal gesagt haben, weil man weiß ja nie. Ja. Da ist der Schuhladen. Ich gehe jetzt aber erstmal ein paar Dinge loswerden, würde ich sagen. Und dann habe ich auch schon eine andere Idee, was wir noch machen können. So, guten Tag, Eugen. Sie müssten kurz einmal wach werden, bitte. Weil sie haben mir gesagt, ich soll das Museum hier mit Stuff füllen. Und wenn man mir das sagt, dann mache ich das auch. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Du kannst ein Fossil analysieren, bitte. Nämlich, ich habe die beiden da ausgebuddelt. Ja, danke schön. Ah, das sind 2 Fossilien. Das hast du richtig erkannt. So, dann, laber doch nicht so viel, Mann. Du erzählst jeden Tag das Gleiche. So, den kriegst du jetzt auch. Die kriegst du jetzt auch. Dann habe ich nämlich schon mal 2 Inventarplätze frei und kann gleich mal einkaufen gehen. Da, bitteschön. Ja. Oh Gott, hat er sie jetzt doch nicht analysiert? Achso, doch. Okay. Ich habe mir, glaube ich, gerade eingebildet, dass, bin ich jetzt los, ja? Gut. Ich hatte mir, glaube ich, gerade eingebildet, dass ich noch diese blauen Nüppel da hatte und nicht diese Fossilien, Dinger. Aber gut. Der Schuhladen kommt mir nämlich auch gerade ganz gelegen, weil ich tatsächlich, ein, 2 Dinge brauche, wenn ich mir demnächst, beziehungsweise das können wir, glaube ich, sogar in der nächsten Folge machen, per QR-Code ein Outfit holen möchte. Oh, perfekt sogar. Immer rein in die gute Stube. Boah, die Bürgermeisterin.
in meinem Laden. Na, wenn das mal nichts ist. Ich bin Schubert. Mir gehört das kleine Schuhgeschäft hier. Guck dich ruhig um. Alles klar, mache ich. Und ich sehe auch schon direkt was, was ich brauche. Hey, eine Braunstrumpfhose. Der dezente Stil hat's dir angetan. Was? Okay, das macht dann 200 Sternis. Na, ist das ein Angebot? Das ist ein Angebot, Schubert. Oh, Katsching, ich liebe es, wenn die Kasse klingelt. Danke dir. Ja, bitteschön. Dann hier bei den Schuhen. Ich glaube, ich nehme mal gerade diese hier. Ich glaube, die sind eigentlich für was anderes, aber... Ah, ein Regenstiefel. Du schreibst wohl den formellen Stil an. Das Paar kostet 600 Sternis. Na, was meinst du? Willst du die Schuhe mal anprobieren? Ich kaufe die direkt. Boah, Katsching, ich liebe es, wenn die Kasse klingelt. Danke dir. Ja, bitteschön, Schubert. Ist ein schöner Laden hier und ich gehe da mal. Danke und komm mal wieder vorbei. Ich finde es schade, dass Schubert sich nie ausbaut. Jeder verkackte Laden hier kann sich ausbauen, nur Schubert nicht. So, dann hier mal rein. Ah, willkommen. Wir brauchen... Nicht die Skelettmütze, oder doch die Skelettmütze? Irgendwie haben wir aber auch immer nur die Skelettmütze hier, ne? Wir brauchen die Werwolfmütze und die Mumienmütze? Oh Gott. Ich guck mal gerade, hat mir das nicht irgendwer von euch voll schlau in die Kommentare unter der letzten Folge geschrieben, so nach dem Motto, hier Wuschel, du bist voll dumm, du brauchst noch das und das und nicht das und das und ich guck mal gerade nebenbei. da sind meine Kommentare. Wahrscheinlich Spam. Nein, doch. Da steht... Nein, ich hätte nämlich irgendwie sowas gelesen. Nein, die Skelettmaske ist die Mütze. Hä? Okay, der Kommentar macht voll keinen Sinn. Ich glaube aber, hier steht nichts. Die Skelettmaske hast du, guck mal bei den Masken. Okay, irgendwer schreibt mir in die Kommentare, ich hätte die Skelettmaske schon. Dann vertraue ich der Person einfach mal und kaufe die jetzt nicht. Beziehungsweise ich gehe einfach gleich in der kurzen Pause mal spannern. Und ey, guck mal, unser Pulli ist wieder im Angebot. So, dann bringe ich meinen Stuff jetzt aber schnell nach Hause und dann... Beende ich die Folge einfach an dieser Stelle schon mal. Und wir sehen uns dann gleich wieder direkt im Anschluss, aber für euch erst morgen. Also ich sag bis gleich und bis morgen und tschüss.